Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute mal eine neue Map, und zwar die Star Wars 200 Level Easy Death Run Map. Und auf dieser Map kann man sich auch für den Battle Pass natürlich wieder XP dazu verdienen. Ganz einfach, ganz easy. Es ist nicht die Welt, aber am Ende rendiert sich das. Und wenn man die Map 1, 2, 3 Mal gespielt hat, kriegt man ordentlich was zusammen. So, Map startet. Ich will natürlich wieder Privatmatch, ist klar. Ich möchte die XP erstens nicht teilen. Zweitens, ich möchte meine Ruhe beim Spielen. Drittens, ich möchte meine Ruhe beim Spielen. Kappa, nein. Es geht einfach nur darum, im Privatmatch kann man euch das besser zeigen und erklären. Und ich habe mehr Spaß dabei. Darauf erstmal einen Schluck Kaffee. Hier steht es auch nochmal: Death Run Star Wars 200 Level Easy Map. So, das ist die Lobby. Nichts Weltbewegendes. Und ja, ich würde sagen, einmal Spiel starten. Mapcode zu dieser Map findet ihr natürlich wieder in der Videobeschreibung. Da werde ich jeden Mapcode eintragen. Und ich würde sagen, hallo? So. Auf geht's. Fängt gut an. Sprinten ist hier natürlich deaktiviert. Das ist mal richtig. Naja. Aber gut, kann man nicht ändern. So. Natürlich müsst ihr auch diese einsammeln. Dafür gibt es natürlich diese sogenannten XP. Sogenannten XP, alles gleich. So. Mal gespannt, ob ich die First Try ohne zu sterben heute schaffe. Beim ersten Versuch bin ich gestorben. Mehrfach. So, hier lang. Ja, und es steht natürlich da, es ist eine 200 Level Map, aber wenn man oben rechts sieht, man muss 500 Boppel einsammeln. Ich glaube, das sind auch, wenn das Level sein sollten, nur ihr wisst Bescheid. Und guckt euch das mal an, aus Clone Wars. Ey, der sieht doch so geil aus. Und ihr habt es gerade gesehen, ich habe wieder 1000, etwas über 1000 XP für den Battle Pass bekommen. Das könnt ihr auch ganz einfach machen, indem ihr die Map spielt. Ich werde jetzt nicht sagen, unterstützt den Creator, denn mache ich nicht, bin ich nicht und ich habe dann auch nichts davon. Deswegen werde ich mir das in jeder Map verkneifen zu sagen, weil es bringt mir einfach nichts. So, hier haben wir das 100. erreicht. Oh, wollen wir mal gucken. Wie viel XP kriege ich jetzt? 1100. Nice. Und hier so ein schöner TIE Fighter. Boah. Also derjenige hat sich hier echt ins Zeug gelegt. Wow. Immer schön mit der Ruhe. Nein, ich bin das erste Mal gestorben. Was soll man machen? Und ich habe mir den gleichen Fehler gemacht. Ich brauche schon Kaffee. So. Aber jetzt. Haha. Und nochmal. Scheiße, ich bin wieder gestorben. Aha, jetzt aber. Jetzt habe ich's raus. Ha. So dann. Süßchen, wie viel XP kriegt man denn hier? Wieder 1400. Ja, wir haben jetzt schon locker 3.500 bis 4.000 bekommen.
Das lohnt sich. Es ist nicht viel, aber man kann nur aufsteigen. Ha, das nächste Observatorium. Und wieder ein geiler TIE Fighter. Oh ja. Yeah. Und ihr seht, 2000 wurden mir gerade wieder mal gut geschrieben. Es lohnt sich halt. Miau. So. Wir haben ja fast die Hälfte geschafft hier von der Map. Nee, nicht mit mir, ich habe euch nicht gesehen. Nee, nee, nee. Nicht mit mir, nicht mit mir. So, wir haben genau die Hälfte geschafft. Jetzt aber, komm, 10.000 XP. Wieder nur 1.100. Aber es lohnt sich. Ah, los. Das kriegt man hin. Nächstes Observatorium. Also ihr seht, es lohnt sich wirklich, die Map einfach mal so ein, zwei, dreimal zu spielen. Da kriegt man auch gut was zusammen an XP. Und wenn ich Glück habe, schaffe ich sogar auf dieser Map noch den Levelaufstieg. Und wenn nicht, dann in der nächsten. Okay. Hier werde ich euch jetzt gleich von vornherein den Weg zeigen. Denn ich möchte ungern noch mal sterben. So, ich kannte den Weg schon. Ich habe die Map schon gespielt. Hui. So, das nächste Observatorium. Da ist das Datacron, Holocron, wie man es auch immer nennen mag. Da ist ein schöner X-Flügler. Schön, schön, schön. So, da lang. Boah, ich hoffe, diese Giftpfeile fallen, die kommen irgendwann wieder bei Fortnite rein. Die sind so cool. Die sind voll cool. Und hier sieht man es ja, man sollte immer auf die grünen springen. Die roten waren ein bisschen fatal. Alter! Und das nächste Observatorium. Oh, ey, das sieht doch, seid mal ehrlich, das sieht doch sowas von geil aus. Ihr könnt erzählen, was ihr wollt, das sieht barbarmäßig aus. Okay, hier gibt's, falls man aus irgendeinem Grund das Jetpack verlieren sollte, noch eine zweite Möglichkeit, ans Jetpack zu kommen.
Warum auch immer. Also wer ein Jetpack verliert, der ist doch selten dämlich. Boah, das sieht so geil aus, ne? Also, holy. Puh. Da wird selbst bei mir das Schlippi feucht. Kappa. Scheiße. Nein, ich trage keinen Schlipper. Das ist was für alte Leute. Nur die guten alten Shorts kommen in meine Hose. Ich weiß, interessiert euch nicht, ich hab's trotzdem gesagt. Okay, das ist mies, denn auch wenn wir die Schräge erwischen, die lösen trotzdem aus die Fallen. Oh, ja, sind wir ja gleich durch hier. Schiau. Und wir haben es geschafft. Wir sind am Ziel. Hier gibt es nochmal extra XP. Und ja. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.